Entdecke den Ort der Weisheit. Bis jetzt haben wir die Weisheit immer im Außen gesucht, auch durch Meditationen. Das hat uns weitergebracht und viele Erkenntnisse und Weisheiten gelehrt. Doch es gibt einen Ort in dir, den Ort der Weisheit. Es ist ein Ort wie dieser Wasserfall, diese Landschaft. Nimm sie in dir auf. Wir gehen nun gemeinsam zu diesem Ort. Vor dir ist eine Stufe mit 12 goldenen Treppen. Du gehst nun hinunter auf 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vor dir ist die Tür in deinem Herzinnenraum. Öffne sie, geh hinein. In der Mitte des Raumes ist die Lotusblüte, die du schon kennst. Sie symbolisiert deine Seele. Begib dich in diese Blüte. Und hier führt eine kleine Treppe weg, ein kleiner Pfad. Suche ihn, betritt ihn. Vielleicht musst du durch ein Loch hindurchklettern. Vor dir öffnet sich ein Pfad in eine Landschaft ähnlich wie dieser. Das ist dein persönlicher Ort der Weisheit. Hier ist deine Erkenntnis, dein Wissen, deine Weisheit aus allen Inkarnationen. Vielleicht hast du auch schon einmal in Atlantis gelebt, in Lemurien oder in Mu. Erinnere dich. Kehr zurück zu deinen Erinnerungen. Lass diesen Ort auf dich wirken. Vielleicht bekommst du den Impuls, dich unter den Wasserfall zu stellen. Oder dich an einen dieser großen Bäume anzulehnen. Oder vielleicht ist dein Wissen, deinem Felsen, deine Erinnerungen. Experimentiere. Lass es fließen. Deine Zellen, deine Seele, alles in dir kann sich erinnern. Vielleicht noch langsam, wie ein Plätschern. Aber an diesem Ort kommt die Weisheit zu dir zurück. Werde dein eigener Lehrmeister. Gehe deinen Weg. Niemand kann dir die Wahrheit und die Weisheit lehren, außer du selbst. Denn du trägst alles Wissen in dir. Du bist Meister oder Meisterin. Du bist der Anfang allen Seins. Erinnere dich, dass du ein Teil des Göttlichen bist und dich daraus herausgelöst hast, um deine Individualität zu erfahren. Es waren viele Erfahrungen, schmerzhafte, freudvolle, lichtvolle und dunkle. So ist es in der Dualität. Doch hier an diesem Ort kommt wieder alles zusammen. Du erkennst, was gut für dich ist und was du nicht mehr brauchst. Deine Weisheit kann dich führen zu einem lichtvollen Leben, zu einem Leben voll Freiheit, voll Erkenntnis, voll Glück. Lebe deine Bestimmung. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Heile dich und deine Seele. Du kannst jederzeit an diesen wunderbaren Ort zurückkehren. Wir gehen nun gemeinsam aus dem Ort der Weisheit wieder hinaus.
Geh zurück an diesem Weg, an diesem geschlungenen Pfad, wo du gekommen bist. Schlüpfe wieder hindurch, bis du wieder in deiner Lotusblüte, in dem Zentrum deiner Seele angelangt bist. Steige aus der Blüte heraus und geh zur Tür. Öffne sie und schließe sie wieder hinter dir. Vor dir sind wieder die 12 goldenen Stufen. Geh sie nun hinauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du bist wieder ganz oben angelangt.